Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dass wir ja letztes Mal ein bisschen Probleme hatten, komischerweise mit dem Menü. Und jetzt, nachdem ich das Game neu gestartet habe, ist es auch wieder da. Somit konnte ich auch meine entsprechenden Rewards entgegennehmen und auch beim Pro Pass konnte ich ein bisschen zulangen, denn es gab auch unter den Rewards nochmal ein paar Pünktchen und somit konnte ich hier 10 und 11 freischalten und bei 10, da gab es eben diese Hybrid. Nee, stopp. Der Hybrid ist schon weg, anscheinend, so wie es aussieht. Aber Blick, wir gucken nochmal. Nee, er zeigt es mir gar nicht mehr an, weil wir anscheinend das Ding schon haben. Dann gehen wir doch einfach mal hier zum Golfer ins Equipment. Und dann schauen wir hier, was uns die Specs hergeben oder anzeigen. Hier, diese Hybrid-Specs habe ich hier gewonnen sozusagen oder erarbeitet. Ich habe jetzt deutlich mehr Power auf meinem Hybrid. Allerdings im Gegensatz zu dem, was ich vorher hatte, jetzt ein bisschen weniger natürlich Control, Recovery und Genauigkeit. Aber wir schauen einfach mal, wo uns diese Hybrids dann hinführen. Auf jeden Fall sind sie dann nicht mehr viel, viel kürzer. Ihr seht sie hier 242 Yards gegenüber dem Holz. Aber wir kommen damit zum Beispiel besser dann durch das Gras. Okay, Freunde, es steht an und zwar im Karrieremodus der vierte Spieltag TPC Sawgrass, the Player Stadium Course of TPC Sawgrass. Wir spielen die Florida Open und der vierte, der Finaltag, den wollen wir auf jeden Fall spielen und wir spielen den wieder im alten Modus, das heißt mit Flyover und mit entsprechenden Animationen dazwischen. Und deswegen gibt es wieder Back 9 und Front 9. Und wir haben wieder ein bisschen, ja, der Wind ein bisschen weniger als in der zweiten und dritten Runde, aber nicht viel weniger. Wir starten somit die vierte Runde und gehen in die Front 9 TPC Sawgrass. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. From Ponte Vedra Beach, Florida and TPC Sawgrass, live final round coverage of the Florida Open, where we have already seen three scintillating, sometimes spectacular rounds of golf. By the time twilight comes calling later today, we will have a champion as we check the Sunday leaderboard. Our leader here on this Sunday is our featured golfer. He's got a sizable advantage here as he looks to increase it further. So, wie also schon angekündigt, die erste Runde immer so zum Eingewöhnen und die letzte Runde wegen der, ich dachte, Spannung, aber ich glaube, so viel Spannung wird es nicht geben, denn wir schauen mal, denn jetzt sollten wir doch hoffentlich, ja, wieder ein Leaderboard zu sehen bekommen, dass wir halt dann doch deutlich, deutlich hier mit 15 Schlägen Vorsprung, ja, führen und wir müssen uns schon sehr dumm anstellen und das glaube ich nicht, wenn wir hier diesen Sieg noch verspielen sollten. Aber es ist schön, dass zumindest jetzt wieder hier alles da ist. Und wir werden jetzt in diesem Video die Front 9 wie gehabt spielen und dann gibt es im nächsten Video, und das sollte dann immer einen Tag später kommen, die Back 9. So, an der Stelle natürlich, wenn ihr zukünftig auch immer weiter hier TPC und andere tolle Plätze sehen wollt in EA Sports PGA Tour, ja, dann lasst mir doch einfach ein Abo da, denn dann werdet ihr auch zukünftige Runden hier auf der Korn Ferry Tour oder PGA Tour nicht verpassen. Das würde mich freuen. Ansonsten natürlich auch immer gerne ein Däumchen oder schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet. Wir legen los. Erste Bahn, 440 Yards. Wie gesagt, der Wind heute auch bemerkbar. Wir müssen mit dem Wind spielen. Diesmal von der anderen Seite als von der in der dritten Runde. Diesmal müssen wir ein bisschen aufpassen, dass er uns den Ball nicht zu weit nach rechts rüber drückt. Aber ich denke, wir werden den einfach gerade reinschlagen und die Bahn wird uns auf jeden Fall hoffentlich unterstützen. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Final Round, TPC Sawgrass. And that a beauty, safely in the fairway to get this Sunday round started. Jo, das passt wieder. This has really been fun to watch. The evolution, the growth of an outstanding young player. And Noda now with a chance to win two in a row on the Korn Ferry Tour. What have you seen
as you've watched the last couple of tournaments? Well, winning in consecutive weeks is about as common as seeing a $2 bill, which is you don't see it very often. And in this particular case, can the confidence garnered from that first win carry on to a second? So, also, es ist ja wie angesagt, wir müssen einfach nur gucken, keine Fehler zu machen. Wir müssen jetzt nicht wahnsinns Bälle schlagen. Deswegen einfach ein bisschen rechts vom Stock hoffentlich runter und liegen bleiben. Ja, okay. Einfach nicht im Bunker landen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, da freut er sich. So, es geht ein bisschen bergab und es ist wieder im Verhältnis ein leichter Putt, denn wir haben nur ein ganz leichtes Break von links nach rechts. Und natürlich sind immer kontinuierliche Breaks etwas besser, weil man dann den richtigen Bogen spielt. Okay, wir wollen es so probieren. Dankeschön. Oh, yes, that's the way to start the day. It is a birdie here at the opening hole. He moves to 28 under par. Völlig richtig, so muss man eine Runde beginnen, um die Mitbewerber gleich ein bisschen in die Schranken zu weisen. If you can drive the ball accurately, dense trees flanking both sides of the fairway and beware of that lateral water hazard on the right. So, wir hören wieder einige interessante Kommentare und natürlich die den Platz beschreiben und unsere Spielsituation. Und ganz klar, hier muss man aufpassen, dass man den Ball nicht mit dem zweiten Schlag da im Wasser bzw. in dem Sand versenkt. Wir sehen, dass wir sehen, dass wir hier in die Bäume landen. Deswegen auf jeden Fall den Draw spielen um die Bäume herum, aber dann schauen, dass wir hier auf der linken Seite zum Landen kommen. Das sollte eigentlich mit dem Wind hundertprozentig funktionieren. Jo, der Draw kommt hervorragend. Und wir haben einen guten Winkel ins Grün. Starting off strong after the birdie at the first. This in the fairway at number two. So, das Ganze ist ein Par 5. Das heißt, wir müssen uns nicht anstrengen. Und jetzt wäre die Frage, sollen wir es gleich mit unserem neuen, ja, gepushten, gefitteten Hybrid probieren. Eieieiei, der Wind drückt den unheimlich nach rechts rüber. Das ist natürlich völlig die falsche Richtung, weil wir müssten eigentlich hier eine schöne Kurve machen, dass der hier um diese Welle hier herumläuft, um dieses Hügelchen. Ja, dass der praktisch hier irgendwo aufkommt und dann schön nach rechts reinrollt. Und das kriegen wir natürlich nur mit dem Fade hin. Aber bei dem Wind, jetzt schauen wir nochmal wegen der Länge. Ja, das würde schon soweit passen. Ja, wir haben mehr Power, also ein bisschen höher anspielen. Ah, der geht sofort rechts weg. Das sieht nach Bunker aus. Oder springt er nach links? Nee, nach links kann der eigentlich nicht springen. Oh, aber da haben wir Glück, dass er hier oben im Gras liegen bleibt. Second shot here to the par 5. Frank got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Kommen wir mit dem normalen Flop hin? Kommen wir mit dem normalen hin? Ja, weil mit dem Pitch, da wird er natürlich hier den Berg runterrollen und wir haben hier diese Welle. Das gefällt mir gar nicht. Wir schauen einfach, dass wir den hinter den Stock spielen. Okay, mit dem Wind. Jo, sehr gut. Dann haben wir wieder die Chance auf ein Birdie. Und so brennt nichts an. This only about 5 feet for birdie. Rechts eingefallen. Better start to a round than this. It is back to back birdies at 1 and 2. And he'll get that score to minus 29. Setting up for the third hole here at TPC Sawgrass, relatively short par 3 at 177 yards. But you've got to carry that ball at least 4 or 5 yards onto this green, even when it's firm.
So, das Par 3, das erste auf der Runde mit 168 Yards, ist eigentlich, ich sage mal, ein relativ einfaches. Oh ja, aber wir haben Gegenwind und da wissen wir, wir brauchen mindestens einen Schläger mehr. Der Wind kommt von links. Wird also ein bisschen nach rechts, ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, reicht uns das? Ja, da hinten ist eine Welle. Das 7er wird natürlich ein bisschen rollen. Aber da vorne haben wir, glaube ich, eine False Front. Wenn da das 7er nicht hinkommt, dann fällt der uns, dann rollt er wieder nach vorne runter. Wir werden den aber trotzdem ein kleines bisschen höher anspielen. Ja, ein bisschen überswingt. Aber er kommt aufs Grün und das ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Solid shot and sometimes solid throughout the round will win the day. Nota Begay down on 3 green to look at this putt for birdie. Okay, 3 inches. Very manageable look here, just the slightest of movements to the left, but mostly level. Okay. Die ersten 2 Drittel und gleich am Anfang bewegt er sich eigentlich. Das heißt, er bricht sehr früh und dann bricht er kontinuierlich rüber. Okay, so könnte ich mir das vorstellen. Ja, doch ein bisschen weniger. Bricht er zu früh, da bricht zu früh. Ja, da läuft über die Lochkante. Aber wie immer auch hier wieder gut dosiert vom Tempo her, sodass wir nicht einen allzu schweren Rückputt haben. Und ich glaube, bis auf ein einziges Mal hatten wir wirklich... ah nee, wir müssen ein bisschen aufpassen. Der geht nach links. Okay. Ja, einmal ist er uns ausgelegt beim Rückputt. Aber zum Par, nicht zum Birdie. He's gonna maintain that substantial lead. This is really a fun hole here at TPC Sawgrass. A lot of excitement, a lot of action. A short par four. The fourth is only 384 yards. The trouble here on that second shot, you can see the water in front. If you're not accurate, you misjudge the distance, you can pay a stiff price. So, wir haben einen Score von minus 29 und Victor Hovland ist mit minus 27 Tour Championship, hat das Tour Championship gewonnen. Tour Champion gewonnen, der FedEx oder geworden und den FedEx Cup gewonnen sozusagen. Und die bescheidenen Millionchen werden jetzt langsam auf sein Konto eintreffen. Aber es ist ja nicht so, dass er da einen Scheck kriegt. Meines Wissens wird dieser Gewinn, diese Prämie oder ja... Diese Börse wird, wenn ich richtig weiß, über 10 Jahre verteilt ausbezahlt. Also ist schon so eine Art kleine Vorruhestandsrentenauszahlung. Okay, so, aber auch Xander Schauffele kann sich nicht beklagen. Auch er hat, ich glaube, was gab es da nochmal für den zweiten? 10 Millionen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und Wyndon Clark müsste, glaube ich, 6 Millionen als Dritter bekommen haben. Also die Börse war ordentlich beim FedEx Cup und wir konzentrieren uns jetzt wieder, weil jetzt haben wir nämlich diese Pin-Position auf der linken Seite, die wirklich sehr, sehr schwer anzuspielen ist durch die Welle. Deswegen müssen wir hier gucken, dass wir einen guten Ball ins Fairway bekommen, denn eine Rafflage ist natürlich umso schwieriger, den Ball dann an den Stock zu bringen. So, es müsste eigentlich so weit passen. Oder wir gehen über links und versuchen mit einem kleinen Fade dagegen zu halten, damit er uns eben nicht irgendwo vorne ins Rough reinläuft. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So passt das. Dann werden wir mit einem Wedge da auf die Fahne gehen. So, er freut sich wieder. Er hat es wieder alles gut gemacht. Wir haben ein 54er Wedge. Und der Wind drückt den unheimlich natürlich nach links rüber. Das ist genau das, was man nicht haben möchte, dass der Wind einen den Ball Richtung Wasser drückt. Und der Putt ist natürlich von da oben auch ziemlich... Auf der anderen Seite müssen wir aber auch hinkommen. Das ist nämlich immer das Nächste, was mir so ein bisschen Sorgen macht mit dem Wedge, dass die doch eigentlich deutlich zu kurz sind. Ja. Was sagt der Wind? Ja.
Ich würde ja gerne wieder eine makellose Scorecard haben, deswegen versuchen wir es so. Okay, auf jeden Fall. Und jetzt, wie Spinder? Ah, okay. Da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Ja, ist natürlich klar, man sieht es hier, dass die linke Seite oder hier die zum Wasser gewandte Seite ja nochmal ganz schön runterbricht. Auch da vorne sieht man es, also eine unheimliche False Front. Die rote Fläche zeigt also deutlich an, dass es da ganz schön steil ist. Okay, da haben wir nochmal ein bisschen Glück gehabt. Und auch hier wieder die, ja, das kleine Phänomen, dass wir eigentlich im Fringe lagen. Und jetzt liegen wir interessanterweise auf dem Grün. Naja, okay. Nehmen wir es so hin. Da wird es wohl irgendeine Regel geben, die ich nicht kenne, die einem sagt, okay, wenn du zu dicht am Holz bist, dann darfst du auf dem Grün putten, beziehungsweise droppen. Also, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Also, was spielen wir hier? Wir müssen auf jeden Fall 3 Inches nach oben. Das heißt, auf jeden Fall hier ein gutes Kästchen, 1,5 Kästchen, damit wir da überhaupt hinkommen. Aber wir haben wieder das Problem, denkt immer daran, wenn wir zu weit rechts anhalten, dann rollt er uns praktisch vom Stock weg. Und das ist schon ein Wahnsinnsbreak hier. Gleich am Anfang bricht er unheimlich wieder gleich nach rechts weg. Der wird praktisch von der Schlagfläche sofort rechts weggehen. Und ich will den sicher oberhalb vom Stock haben. Ja, da bin ich jetzt echt mal großzügig. Naja, okay. Was haben wir? 3 Fuß? Okay. Und so liegen wir praktisch hinter dem Loch. Was natürlich jetzt auch kein leichter Putt sein wird. Es geht jetzt wieder bergab. Oh. Ja, das ist wie gesagt eine ganz heikle Pin-Position hier. Den müssten wir reinfallen lassen. Den müssten wir eigentlich reinfallen lassen. Eieieiei. Ah, dann war es dann doch zu viel und jetzt haben wir doch unser erstes Bogie kassiert. Und ich rede noch davon, genau, so schaut's aus. 3 Putt und er ist immer noch nicht drin. So, aber jetzt mit Schmackes hier hoch. Mit Schmackes hier rein. Okay. Yep. Unfortunately with a big lead already, very little damage done. Ja, wie ich schon sagte, also schwierige Pin-Position, das ist die typische Sonntagsposition. Depending really if you're long or short hitter, the long hitters have the luxury of taking it over the corner of the bunker down the right. Shorter hitters really play at that bunker down the left, 320 run out. Jo. Ja, ärgert mich ein kleines bisschen, ist aber nicht entscheidend für den, ich hoffe, Sieg. Denn wir schauen nochmal hier ins Leaderboard, denn es hat sich, glaube ich, nicht allzu viel getan. Wir führen immer noch mit bescheidenen 16 Schlägen Vorsprung. Und ja, Christopher Stevenson ist eigentlich der Einzige, der uns hier gefährlich werden kann. Ist ja praktisch mit uns hier zusammen unterwegs. Und andere sind hier schon auf den Back 9. Okay. Also... Mund abwischen, weiter geht's. Oh, jetzt haben wir natürlich Rückenwind. Das heißt, wir werden den reinfaden, damit er hoffentlich dann ein bisschen nach rechts runterrollt. Ja, startet schon wieder so ein bisschen stark links. Okay, ja, komm jetzt ein bisschen runter. Ja, bleibt im Fringe liegen, aber oben auf der Kante, das ist auch okay. It's a great tee shot. I know it doesn't count as a fairway hit, but when you're that far down there, the first cut is absolutely fine. All right, so just a step or two into that first cut. Here's his second to the par 4. So, er bietet uns ein Eisen 6 an, aber wir haben Rückenwind, deswegen ein Eisen weniger in dem Fall. Da steht, glaube ich, kein Baum im Weg, wenn ich das richtig sehe, ne? Nee. Da steht keiner im Weg. Naja, wenn der da in die Welle kommt, springt er sowieso nach links. Ein bisschen höher anspielen, damit er weniger Spin hat.
Okay, komm, bleib liegen. Sauber. Good clean contact and a nice result and a chance for birdie coming up. This is a 13-footer. So, das geht wieder bergab. Das geht wieder bergab, aber wir lassen den laufen und es geht erst nach links und vorne geht es wieder nach rechts. Ich wäre fast geneigt, den Ball einfach so laufen zu lassen. Wobei vielleicht ein bisschen mehr nach links, weil der eher nach rechts geht und dann wieder rüber rollt. Sauber! The pace absolutely perfect there down the slope. It's in for a birdie. And he will definitely not say no to that. Well, this hole has it all. 393-yard par 4 sixth. And in fact, it was Pete Dye's favorite. He designed this golf course. And I think the reason he loved it so much was it incorporated all of the elements that he used in his design. It was visually intimidating, water trouble, and the premium on accuracy and strategic thinking. So, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, bevor ich was Falsches sage. Also, der gute Victor Hovland kann 18 Millionen Dollar sein eigen nennen durch den Sieg gestern bei der Tour Championship. Ich kann mich noch daran erinnern, als diese Veranstaltung das erste Mal ausgetragen wurde, da ging es damals um fantastische 10 Millionen Dollar. Jetzt sind wir schon bei 18 Millionen. Naja, Respekt, Respekt. Wir müssen schauen, dass wir auf die rechte Seite kommen hier von dem Fairway, weil wir sehen es, da vorne ist ein Baum links und die Fahne steckt auf der linken Seite. Ansonsten wird es nämlich schwierig, hier den Ball ja um den Baum oder durch diese Öffnung hier durchzukriegen. Also hier ist es ganz wichtig, dass wir den Ball schön auf der rechten Seite platzieren. Wir haben auch noch ein wenig Gegenwind. Das heißt, der wird sowieso nicht viel rollen. Also sollte das hoffentlich so passen. Yep. The driving's been sensational all week, and here's another one that's going to set up nicely in the fairway. Now, note his second from the fairway. 118 left to the hole, pin sitting on the left half of the green. So, ein bisschen Gegenwind und er drückt ihn uns unheimlich rüber. Also das heißt etwas länger, 50er Wedge mit Approach, da müsste er ganz schön spinnen. Ja, der müsste jetzt praktisch Pin High aufkommen und nach links spinnen. Das wäre natürlich, das wäre sozusagen die Krone. Aber wie gesagt, wir müssen eigentlich nur schauen, dass wir den aufs Grün bekommen. Ja, wir haben ein bisschen Gegenwind. Ich mache da ein bisschen mehr draus. Ja, der geht Richtung Stock. Jetzt ist die Frage, was er macht, spin-technisch. Well, no surprise. We've already seen some great iron shots this week, but that is another one. Wow, das war direkt neben dem Stock. Hat man die Pitchmarke gesehen, ein paar Zentimeter neben dem Stock, da wäre fast direkt reingegangen. Joi. Und noch ein bisschen dann zurückgesprungen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. So, das Ganze wieder über rechts. Rechte Lochkante. Oh ja, da macht er schon am Anfang ein bisschen ordentlich Break. Also machen wir hier definitiv hier rechte Lochkante. Und wieder sauber zum Birdie gepattet. Well done. It's back-to-back birdies here on this front side. And he's going to move to 30 under par. Jo, die 30er Marke haben wir geknackt. 451-yard par 4 7th. You've got that fairway bunker that goes forever and then the lateral water hazard running almost the entire left-hand side of the hole. There's trouble wherever you look here. So, also jetzt habe ich nochmal nachgeguckt, damit wir es auch genau wissen. 18 Millionen für Victor Hovland, 6,5 Millionen war die Börse für Xander Schaufele, 5 Millionen für den dritten Platz Wyndham Clark und so stuft sich das dann langsam ab. Und der 30. hier in der Reihe kriegt, glaube ich, noch 500.000.
Und interessant war natürlich, oder sehr gut gespielt hat, Sepp Stracker aus Wien. Und der bekommt für den geteilten 14. noch $780.000. Also das hier nochmal so ein bisschen als Info. Die Börse vom Highlight des Jahres, dem FedEx Cup. Und es ist natürlich klar, das spiegelt dann auch die Leistung über die Saison wieder. Die Top 30, die eben über die Saison die besten Ergebnisse mit erspielt haben. Und besonders interessant ist natürlich eben Sepp Stracker, der am letzten möglichen Turnier der BMW Championship sich gerade, glaube ich, so noch auf den letzten Drücker hier unter die Top 30 gespielt hat oder als 30. hier noch reinkam und dann doch sich jetzt bei dem Turnier richtig gut gezeigt hat und hier bis auf den 14., geteilten 14. sich vorgearbeitet hat. Da sage ich à la Bonheur, Respekt, Respekt, gut gemacht und die Chance wirklich genutzt, sich hier in Szene zu setzen und eben auch zu zeigen, dass man nicht nur per Zufall da reingekommen ist hier in diese Top 30, sondern eben es doch noch über Leistung wirklich hervorragend und dann an dem Finaltag auch noch ein bisschen bestätigt hat durch einen guten Run. So, wir schauen jetzt mal, wie wir hier am besten und geschicktesten reinkommen mit Wind, der von hinten uns den Ball leicht nach rechts drückt. Deswegen werden wir hier gar nichts machen, sondern mit dem Wind arbeiten. Ja, er bleibt sogar ziemlich gerade. Und das sollte aber, glaube ich, kein Problem sein. Die Bunker sind weit genug weg. More than adequate. It's safely into the fairway. Wunderbärchen. Second shot coming up. And we say hello to Iona Steven. Well, it's 128 yards left to the flag today. Wind coming from behind, so you'll need to be careful where you land it. Ja, sie hat da völlig recht. Das ist natürlich klar. Mit dem Rückenwind. Ein 50er Wedge. Aber drückt das das auch wirklich dahin? Mit dem 50er Approach kriegen wir auch ein bisschen Spin drauf. Ich bin da immer so ein bisschen am Zweifeln, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir mit diesen Wedges einfach nicht so weit schlagen, wie es hier immer angezeigt wird. Aber gut, wie gesagt, wenn der da aufkommt, dann rollt er halt ein bisschen nach rechts weg. Aber wir haben ja Spin, also müsste der relativ schnell zum Liegen kommen. Geht wieder auf den Stock. Und Spinder? Nein. And more evidence why the Korn Ferry Tour is such a great breeding ground. The iron play like that is good enough for any PGA Tour event. Trying to generate some momentum here at the seventh hole. This for birdie. So, ein bisschen bergab. Ein bisschen über rechts. Kleines bisschen mehr. Das war jetzt so ein bisschen hier Scotty Scheffler. Ich glaube, der hat sogar irgendwo an einer Bahn einen Vierpatt gespielt. Also der war natürlich auch sehr unglücklich über den ersten Tag, wo er an der 15 den Ball ins Wasser gejagt hat und dann auch noch ein Dreipatt und dann mit einem Triple Bogey an einem Par 3 runtergegangen ist, weil sie natürlich deutlich nach hinten geworfen hat. So, also es war wie gesagt nicht das Turnier von Scotty Scheffler, aber man kann natürlich auch nicht immer da ganz vorne sein und er hat auch eine fantastische Saison gespielt. Ich glaube auch keinen Cut oder so gut wie keinen Cut verpasst. Also es war eine fantastische Saison für Scotty Scheffler und er ist nicht zu Unrecht im Moment die Nummer 1 in der Weltrangliste. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den jetzt wieder ordentlich reinkriegen zum Pärchen. Dankeschön. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll remain well in control of this tournament. TPC Sawgrass, the fabled stadium course designed by the legendary Pete Dye. Rich Lerner alongside Frank Navolo. And here at the 8th, Frank, most players are happy walking out of here with a par 3. And the reason why, it's a very narrow entry to this green. It's just littered with bunkers around, left, behind, to the side, and even short. Once you get further up the green, though, even though this is sort of an undulating green, it starts to widen up. So don't get trapped into just looking at the front of this hole. So, also wir haben hier deutlichen Rückenwind und da werden wir uns hüten, natürlich hier mit dem Driver oder mit dem Kollegen hier reinzuhauen. Ich bin hier fast nur überlegen, ob wir hier nicht einfach mit dem Eisen 4 und den dann einfach hier reinrollen lassen.
Weil das Eisen 4 bleibt ja nicht liegen. Das wird definitiv rollen. Oder sollen wir es mit dem Hybrid probieren? Aber das Hybrid erscheint mir auch viel zu lang. Wir machen es mit dem Eisen 4 und dann soll er uns hoffentlich hier aufs Grün rollen. Das wäre auf jeden Fall mehr als okay. So, ich überlege gerade, ob wir... Nein, wir spielen keine Kurve. Wir lassen den direkt hier reinfliegen. Und wenn der hier vorne aufkommt, wird er hoffentlich ein bisschen hochspringen und dadurch gebremst. Ich überlege jetzt gerade. Ja, die Bahn, das Grün geht ein bisschen nach rechts. Also es würde ein bisschen helfen und der Wind ja auch. Okay, wir schauen mal, was passiert. Er macht die Kurve. Er wird definitiv vor dem Grün aufkommen. Ja, okay, er ist auf jeden Fall auf dem Grün, Mitte Grün. Das passt. Hervorragend. Okay, that's gonna end up right in the middle of the green. So, und jetzt gucke ich auch gerade rein. Stand 27.8. This for birdie. Yeah, it's a long putt, so pace is important, but there's not a whole lot to it. I fancy the chances of getting this close. So, Weltrangliste, Golf-Weltrangliste, Stand 27.8. Scotty Scheffler ist auf Nummer 1. Und was besonders interessant ist, natürlich im Hinblick auf den Ryder Cup. Rory McIlroy, John Rahm und Victor Hovland ist jetzt Vierter. Das heißt, unter den Top 5 sind 3 Europäer, weil an fünfter Stelle ist dann Patrick Cantlay. Also, cool, cool, cool. Und das macht Hoffnung definitiv für den Ryder Cup, der ja Ende September dann in der Nähe von Rom stattfinden wird. Und das ist insofern wichtig auch für uns, weil dann wird definitiv das nächste EA Sports PGA Tour Update kommen, weil der Platz dann auf jeden Fall kurz vor dem Ryder Cup hier auch in dem Spiel veröffentlicht wird. Und dann machen wir natürlich auch hier wieder eine schöne Runde und vielleicht das auch wieder im Livestream. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Also bleiben wir gespannt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir einen, ja nicht 59 Fuß, aber doch einen ordentlichen Putt hier, der komplett nach rechts geht. Aber es ist ja nicht viel. Am Anfang ist es, ja gut, da wird die ganze Zeit, in der Mitte ist er dann wieder ruhig und dann geht es wieder rechts rüber. Okay, das Interessante wird sowieso sein, dass wir hinkommen. So, der geht rechts vorbei. Ja, ist auch zu kurz. Ist auch ein bisschen zu kurz. Ja, aber ich denke, auf die Entfernung ist es ein guter Putt. 4 Fuß und wir freuen uns immer, wenn wir ein Pärchen spielen. So, jetzt ein bisschen konzentriert. Wir haben eigentlich kein Break. Mitte Loch bringt uns das Pärchen. Okay, that in for par here at the 8th. And that's going to keep this large lead right where it is. Ja, wir führen mit 19 Schlägen. Right now at the ninth, this really is one of my favorite par fives in the entire sport. And I certainly enjoy watching people play it today, Rich. It used to be unreachable, but the longer hitters now, we're starting to see them go for this par five regularly in two. And the reason why, they start to hit the drive more down the right now than what they used to. People used to try and go down the left side. The right side, it hugs the water, but you get a better view of the second shot. So, eine wunderschöne 9, also das ist eine richtig coole Bahn. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, denn der Wind, der drückt uns den Ball zum Wasser. Aber es ist ja wie gesagt safe, wir müssen uns da hier eigentlich keine Sorgen machen. Er wird auch ein bisschen kürzer bleiben, wir müssen hier nur aufs Fairway kommen. Und da wir sowieso nicht mit dem zweiten aufs Grün kommen, da müsste man dann schon fast bis vorne hin an die Brücke spielen. Und diese Länge haben wir nicht, also können wir hier den ganz bescheiden bzw. geschmeidig hier nach vorne schlagen. Sehr schön. Und dann mit dem Hölzchen wieder, mit dem Holz 3, gibt es dann den Transportschlag, hoffentlich kurz vors Grün, dass wir wieder pitchen können an den Stock. Und dann sehe ich schon das nächste Birdie. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Ja, da müssen wir definitiv wieder da den Draw reinhauen. Den Draw reinhauen, damit wir hier geradeaus, ja, das müsste so passen. Ja, macht ein bisschen die Kurve nach links und das sollte doch so... Ah, die Fahne steckt da links hinterm Bunker kurz. Kommen wir da mit dem Lobshop hin? Every bit of that three we're trying to get home to this par five and two, but still in the ballgame for a birdie.
Ja, weil mit dem Pitch kommen wir da nicht hin. Also das glaube ich nicht. Der rollt dann drüber und wenn wir zu kurz sind, dann ist er links weg. Da müssten wir eigentlich schauen, dass wir wieder mit dem Longflop einfach hier mitten aufs Grün. Ja, mit dem normalen Flop geht nicht, weil mit dem Longflop kriegen wir den natürlich zum Liegen. Jetzt haben wir natürlich auch noch Wind gegen uns. Der wird sich wieder vermutlich bemerkbar machen, oder? Ja, okay. Aber trotzdem ein bisschen mehr rechts, ein bisschen mehr Länge. Oh, yep. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Pin high, Freunde. Pin high. 7 Fuß. Und das sieht ja wieder nach einem lockeren Putt aus. Level ein bisschen mehr. Wir haben eigentlich kein Break, ein bisschen über rechts. Ein kleines bisschen über rechts. Yep, that's nicely done. It's a birdie here at the ninth. That'll mean this is a 32 on the front, 4 under par. We start the inward nine with a 424-yard par 4 dogleg left with trees on the right and a large bunker down the left. Ja, Freunde, das war's dann wieder mal für dieses Video. Wir haben wieder mal hervorragend performt, auch wenn wir natürlich diesen kleinen Nadelstich mit diesem Dreipad haben. Und zwar auf der 4 war es und da habe ich es auch schon fast angekündigt und dann ist es mir doch tatsächlich passiert. Da haben wir dann tatsächlich ein bisschen schwach gepattet. Aber wie gesagt, sonst sieht es wieder sehr gut aus. 5 Birdies gespielt, wir sind 4 unter Par und das Leaderboard zeigt uns auch ganz klar an, dass wir hier auf Turniersieg, auf dem Weg zum nächsten Turniersieg sind. Wer soll uns den denn hier noch nehmen, müsste man sich fragen. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei euch wieder fürs Zusehen, denn wie gesagt, wir machen jetzt wieder ein bisschen die längere Version mit Flyover und mit den Videoanimationen zwischendrin. Deswegen in diesem Video wieder die Front 9 und wir sehen uns hoffentlich in Kürze zu den Back 9 und wenn wir dann am Ende hoffentlich wieder in einer sehr, sehr kurzen Animation, vermute ich mal, den Pokal überreicht bekommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das wäre wirklich supi. Und ansonsten freuen mich natürlich immer eure Kommentare, diese guten, schönen, lieben Kommentare von euch. Und natürlich auch ein Däumchen würde mir gefallen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Es hat mich wie immer gefreut, hier zu spielen. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Also, wir sehen uns hoffentlich bald zu den Back 9. Ich sage tschüss, ciao, cheerio, wünsche euch ein schönes Spiel und bis demnächst.